Jetzt bei Sonja. Daddy cool. Wir möchten natürlich direkt das Geheimnis wissen. Ich liebe ihn. Wir haben immer mit einer Lüge gelebt. Ich bin 47 und wir haben am 21. Februar heimlich geheiratet. Sei mir bitte nicht böse. Das ist ziemlich extrem. Ich meine, du bist ja auch ein junger Hüpfer. Ja, also ich würde mit mir nicht ins Bett gehen. Also ich. Aber ich habe gerade gesagt, man kann auch mit 50 und 60 noch auf die Pauke hauen. Und nicht mit 16 und 18. Ja, die Haare werden allmählich grau und das Gesicht legt sich langsam in Falten. Und trotzdem stehen viele junge Leute auf die reifere Generation. Ja, und dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen, warum denn manche ältere Leute reizbar für junge Leute sind. Mein erster Gast heißt Ulrike. Und Ulrike hat keine Ahnung, warum sie heute hier ist. Wir haben eine ganz große Überraschung für sie. Also begrüßen Sie mit mir recht herzlich Ulrike. Ulrike, herzlich willkommen. Ein bisschen gemein ist das ja schon, dass du nicht weißt, warum du hier bist. Ja, finde ich auch. Hast du denn ein klein wenig Ahnung, was das sein könnte? Überhaupt nicht. Was machst du denn von Beruf? Ich bin Vorarbeiterin bei einer Dienstleistungsfirma. Bist du verheiratet? Ja. Kinder? Drei Stück. Drei Stück gleich. Wie alt sind die? Unsere Isabella ist 13, unsere Manuela 21 und der Markus 23. Und sind die zwei Älteren schon verheiratet? Nein. Unsere Manuela ist 4 Jahre verlobt. Ja, und Markus ist der knappen Jahr jetzt mit einer neuen Frau zusammen, ne? Gefällt sie dir, die neue Frau? Oh, ich mach so ganz gut leiden, ja. Ist sie älter? Ja, sie ist 36, Markus ist 23. Das ist ja schon ein gehöriger Altersunterschied. Ja, schon, aber die beiden, die verstehen sich nun mal so super, ne? Wie heißt er? Markus. Markus. Und seine Freundin? Mona. Mona, wie verstehst du dich denn mit Mona? Ich verstehe mich ganz gut mit ihr. Wie hast du denn reagiert, als er dir gesagt hat, dass sie doch wie viele Jahre älter ist als er? 13. 13 Jahre. Ja, wie soll ich da reagiert haben? Ich habe gesagt, okay. Erstmal ist es sein Leben. Er muss mit der Frau leben, nicht ich. Na, und ja, abwarten, wie es weitergeht. Abwarten, wie es weitergeht. Wir haben eine Überraschung für dich heute hier. Ja, aber zuerst mal möchte ich dich bitten, in unsere Küche zu gehen. Wir sehen uns gleich wieder. Gut. Bis gleich. Ulrike sitzt jetzt in der Küche. Sie kann jetzt nicht mehr hören, was hier vor sich geht. Wir haben nämlich Ulrikes Sohn Markus eingeladen. Und sie hat uns etwas zu erzählen und ihr später auch, wovon sie überhaupt keinen blassen Schimmer hat. Also begrüßen Sie recht herzlich mit mir Markus. Markus, wir sind so gespannt, wir möchten natürlich direkt das Geheimnis wissen. Ein gut behütetes, wovon eigentlich keiner etwas weiß. Was ist es? Erstens ist es die Hochzeit. Das heißt? Also wir sind seit dem 21. Februar verheiratet. Und das weiß meine Mutter nicht. Und zweitens ist es das Alter. Das Alter? Das weiß sie auch nicht. Aber sie weiß doch, dass sie älter ist. Das weiß sie schon, ja. Sie weiß nur 10 Jahre. Und in Wirklichkeit sind es 23 Jahre. Oh, das weiß sie. Wie kommt es denn, dass ihr nie die Wahrheit gesagt habt? Boah, was soll ich jetzt? Ja, also wir haben immer daran geglaubt, dass sie das nicht akzeptieren würde. Und deswegen haben wir immer mit der kleinen Lüge gelebt.
Und sagen wir das Thema, Gott sei Dank, erwischt auf Videothek Sonja, sagte meine Frau so, das müssen wir machen, wir müssen in die Talkshow gehen. Und dann wird das erfahren. Ja, und so kam das dann halt. Und Moment, ja, stopp! Moment, ein forscher junger Mann, aber erstmal hier in das Mikrofon. Ich wollte nur mal fragen, wie alt bist du überhaupt? 23. Das war alles und dafür den weiten Weg. Markus, stört es dich denn nicht, dass deine Frau wesentlich älter ist als du? Was reizt dich an ihr? Also, dass sie älter ist, reizt mich überhaupt, ist überhaupt nicht mein Ding. Also, das Wichtigste ist, dass wir es überhaupt verstehen. Also, Alter spielt für mich überhaupt keine Rolle. Wie hast du sie denn kennengelernt? Das war ein bisschen blöd gewesen. Wir haben uns in der Imbissbude kennengelernt. Und da war ich mit meiner Ex-Freundin zusammen gewesen. Und da habe ich sie auf einmal getroffen. Und mein Ex-Freund hat es gekrieselt. Ja, und da haben wir uns nur ein bisschen ausgesprochen über Borussia Dortmund. Da hatte ich sie gefragt, ob sie mit auf der Meisterfeier kommt. Da sagte sie, sie könnte nicht, weil Lebensgefährte gestorben ist. Ja, und da habe ich ihr erstmal herzliches Beileid gewünscht, ne, ist ja klar. Und dann haben wir uns ein paar Monate nicht gesehen. Und dann haben wir uns aus Zufall wieder getroffen bei Borussia Dortmund. Und so sind wir uns halt näher gekommen. Und was reizt dich denn an einer älteren Frau? Oder vielleicht sagen wir einfach nur an Monika, an dieser älteren Frau. Ja, was soll mich da reizen? Erstens hat sie mehr Erfahrung, als wie die jungen Mädchen jetzt, wie man so schön sagt. Ja, das war eigentlich alles. Wie bist du denn dann überhaupt damit zurechtgekommen, dass sie kurz vorher überhaupt ihren Lebenspartner verloren hat? Da musstest du wahrscheinlich auch sehr oft, viel geben. Oh, das stimmt, ja, sehr viel. Weil sie stand kurz davor, Selbstmord zu machen. Kurz davor, die hatte Wodka gehabt, hatte Tabletten gehabt und wollte sich umbringen. Und da habe ich gedacht, dafür bist du zu schade. Ja, und da habe ich ihr da irgendwie rausgeholfen, dass er das macht. Und gut, die ersten zwei Monate waren für mich auch schlimm, muss ich dazu sagen. Dann waren wir zusammen gewesen und ich kam ja von der Arbeit. Und sie war immer in der Kneipe, war nur am Trinken. Und da habe ich gesagt, lass es bitte sein, ich helfe dir und ich halte auch zu dir. Und Gott sei Dank hat sie es sein gelassen. Das ist auch ganz stark von dir. Ja. Stehst du denn generell auf ältere Frauen? Generell nein. Normalerweise hast du Freundinnen gehabt, in welchem Alter? Also der Alter war zwischen 19 und, sagen wir mal, 23. Also immer praktisch in meinem Alter waren die gewesen. Mal zwei Jahre älter, mal ein bisschen jünger. Hattest du am Anfang irgendwelche Zweifel, ob sie denn überhaupt die Richtige sei? Nein, habe ich nicht gehabt. Wie stellst du dir eure Zukunft vor? Zukunft ist ganz wichtig, Gesundheit. Finanziell besser und eine gute Harmonie haben. Und du hast jetzt so viel von Monika erzählt. Und wir wollen sie natürlich alle einmal kennenlernen. Sie ist auch hier. Herzlich willkommen, Monika. Monika, eine sehr erfrischende Frau, sitzt da vor uns. Du hast einen sehr schönen Blumenstrauß mitgebracht. Was hat es damit auf sich? Ich wollte mich bei Markus bedanken für die Aufmerksamkeit, die er mir 9 Monate gegeben hat, für die Geduld, die er aufgebracht hat. Und ich liebe ihn. Warum habt ihr eine Lüge aufgetischt mit deinem Alter? Aus den Gründen, weil die Nachbarn, ich hatte einen Lebensgefährten, da habe ich 10 Jahre mit zusammengelebt. Und der ist letztes Jahr im März verstorben. Und dann, wie gesagt, habe auch Alkohol angefangen zu trinken. Und Markus, wie gesagt, ich hatte mich von allen distanziert. Und Markus war der Einzige, der zu der Zeit zu mir gestanden hat. Und das fand ich so toll von ihm. Und der hat mir immer wieder die Stangen gehalten, Mona, lass es sein, das hast du nicht verdient, das brauchst du nicht machen. Und das fand ich so lieb von ihm. Wie alt bist du heute? Ich bin 47. Hast dich toll gehalten. Dankeschön. Und wir sind natürlich auch alle froh, dass du dir nicht das Leben genommen hast. Und da ist natürlich auch der Markus daran schuld, sage ich mal. Er hat dir sehr viel geholfen. Ja, stehst du denn generell auf jüngere Männer?
Ja, relativ gesehen, ja. Also ich dachte, also auf ältere Männer hätte ich, wie gesagt, keinen Bock drauf. So mit dicken, nee, das würde ich nie drauf stehen, ehrlich nicht. So was liegt mir nicht, nee. Was gefällt dir denn ganz besonders gut am Markus? Also Markus ist ganz lieb, ist zärtlich zuvorkommend, ist immer hilfsbereit und er hat wunderschöne Augen. Er hat damals eine Anteilnahme mit mir, wie ich mein Mann gestorben war. Der hat mir so beigestanden, das hat mich so fasziniert an ihm. Dann haben wir uns aus den Augen verloren, zufällig wieder getroffen, dann sind wir uns näher gekommen. Du hast ihm aber am Anfang auch nicht dein richtiges Alter verraten. Nein, habe ich nicht. Ich habe immer gesagt, ich bin 36. Dann hat er zufällig, habe ich ihm meine Unterlagen, weil ich Krankenschwesternhelferin bin, habe ich ihm gezeigt. Da stand mein Geburtsdatum drauf, er hat es aber nicht verraten. Er hat immer drauf gewartet, hoffentlich erzählst du das mal, aber ich habe es nicht gesagt. Und irgendwann kam das dann, wie gesagt, jetzt durch das andere ist es gerade rausgekommen. Durch das andere ist ja die Hochzeit, darüber haben wir auch schon gesprochen. Ihr habt heimlich geheiratet. Ja. Ihr kanntet euch vorher wie lange? 9 Monate. Das ist ja auch relativ schnell, sage ich einfach mal. Aber ihr seid euch sicher. Ja. Wie stellst du dir eure Zukunft vor? Also an erster Stelle Gesundheit, eine gute Harmonie und dass uns finanziell ein bisschen besser geht. Drücken wir natürlich alle. Sag du uns noch kurz, warum bist du hier heute, gerade auch mit Markus, hier in die Sendung gekommen? Ja, ich konnte mit dieser Lüge nicht mehr leben. Die Mutter weiß nicht, wie alt ich bin, weil ich immer gesagt habe, ich bin 36. Ich hatte jetzt am 22. Februar hatte ich Geburtstag. Und die weiß auch nicht, dass wir verheiratet sind. Und das wollten wir endlich mal von der Seele sprechen. Mit der Lüge konnte ich nicht mehr so leben. Das bringt uns beiden nichts. Was glaubt ihr, wie sie reagieren wird? Ich weiß es nicht. Ich kann keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Markus, was glaubst du? Ich würde sagen, ihr würdet das locker nehmen. Hoffen wir alle. Seid ihr bereit? Ja. Sie kommt jetzt wieder rein. Herzlich willkommen zurück, Ulrike. Ulrike. Diese beiden Menschen sind dir ja Gott sei Dank nicht fremd. Nein. Die beiden haben dir etwas zu sagen. Meine liebe Uli, sei mir nicht böse. Wir haben immer mit einer Lüge gelebt. Ich bin 47 und wir haben am 21. Februar heimlich geheiratet. Sei mir bitte nicht böse. Ulrike, jetzt ist es raus. Was sagst du dazu? Ich bin überrascht. Tja, nicht böse sein. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke. Eine Sache ist natürlich auch noch, da wärst du denn eigentlich gerne bei der Hochzeit dabei gewesen? Ja, bin ich ehrlich, ja. Habt ihr da niemals dran gedacht, sie einzuladen? Ja, schon, aber wir haben gedacht, wir hatten das zufällig im Fernsehen gesehen, also wie gesagt Sonja, und das Thema war Beziehungen. Und weil wir immer halt gelogen haben, haben wir gedacht, dann gehen wir erst in die Sendung, veröffentlichen das und dann machen wir später zusammen eine neue Harmonie und eine gute Feier. Macht ihr nochmal zusammen eine Feier? Ja. Toll! Wie ist es denn jetzt? Fühlst du dich schon ein bisschen erleichtert? Ich fühle mich unheimlich erleichtert, ja. Markus? Ich konnte ihr manchmal nicht in die Augen gucken, wenn sie bei mir war. Zu Hause wirklich nicht. Aber irgendwie eine Vorahnung hatte ich. Ja, mein Sohn, der kam halt zu mir und da hatte er den Ring auf der rechten Hand. Ich sag, Markus, sag ich, wieso hast du den Ring auf der rechten Hand? Auch einmal so, einmal so. Alles gut und schön. Dann habe ich mal angerufen, dann meldet Mona sich mit Lenz. Und ganz doof ist man ja auch nicht, ne? Ich denke halt, stopp, Lenz, recht. Ob die irgendwie doch geheiratet haben, ich wusste es nicht. Hast es dir ein bisschen gedacht? Bist du jetzt auch froh, dass sie es dir gesagt haben? Ja. Bist du nicht böse? Nein, überhaupt nicht. Das ist schön. Ich bin nicht böse. Die kleine Schwester. Ich bin nicht böse. Markus, deine Schwester sitzt hier auch hier im Publikum. Isabella, herzlich willkommen. Danke.
Isabella, ich habe vorhin schon euch beide zublinzeln sehen. Was hältst du denn von der ganzen Geschichte? Ich finde es gut, dass sie geheiratet haben. Ja? Wie findest du denn Mona? Nett. Dankeschön. Hast du dir nicht Gedanken gemacht, Mensch, die ist ja doch schon ein bisschen älter, die ist ja so alt wie meine Mutter? Ja, sieht man eher nicht an. Hervorragend. Also, danke für eure Geschichte. Hier haben wir schon einen gehörigen Altersunterschied und auch mein nächster Gast. Sie heißt Ilona. Sie liebt einen wesentlich älteren Mann. Herzlich willkommen. Ilona, wie alt bist du? 29. Und dein Mann ist wie alt? 47. Ein gehöriger Altersunterschied. Was fasziniert dich an diesem Altersunterschied oder gerade bei älteren Männern? Ja, also sie sind ruhiger, die Ausstrahlung, doch. Wie war denn das? Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ja, also ich habe damals vom Sozialamt gelebt und musste damals zur Sozialhilfe noch Geld dazu kriegen und wurde dann eingeteilt für eine Arbeit. Und da hat mein Mann damals auch gearbeitet. Ja, und als ich da angefangen bin, da hieß es dann immer so, ja, und der und musst du aufpassen, der steht auf kleine blonde Mädchen. Damals warst du noch blond. Genau, damals war ich noch blond. Ja, dann habe ich mir irgendwie so vorgestellt, wie er denn nun so aussehen mag. Groß, dunkelhaarig, breitschultrig. Ja, und dann irgendwann kam er dann mal und meine damalige Arbeitskollegin schubste mich an und sagt, du, jetzt kommt Krümel, so nennen sie nämlich alle. Ja, und dann stieg er aus dem LKW und ich wäre beinahe vor Lachen vom Brett gefallen, weil er so klein war. Naja, und so vom Aussehen her doch, also hat er mir ganz gut gefallen. Stehst du denn generell auf ältere Männer? Ja, doch. War das schon immer so? Ja. Was ist denn der Unterschied, würdest du sagen, zwischen eben jüngeren und älteren Männern? Naja, die sind erfahrener, ich denke ruhiger, die haben schon was erlebt und können doch ein bisschen anders mit jüngeren Frauen umgehen. Und was hat dich jetzt speziell an ihm dann gereizt? Wie ging es denn mit euch weiter? Ja, wir haben dann immer so ein bisschen rumgeschäkert und ja, und seine offene Art eigentlich so, ne? Ja, finde ich ganz niedlich und so. Ja, und irgendwann haben wir uns aber mal bei meiner Freundin getroffen und sind dann auch zusammen nach Hause gegangen. Ja, ich habe dann gesagt, du lauf doch mal ein bisschen schneller. Ich musste mich immer auf die Toilette. Und er so, ja, du kannst auch bei mir. Und dann, du kannst auch bei mir schlafen. Und ich so, Aha, doch so ja, indirekt. Sagt er, aber du schläfst dann auf dem Sofa und ich schlafe im Bett. Und ich so, toll. Eigentlich gehört sich das ja, dass ich dann im Bett schlafe und er auf dem Sofa. Naja, und dann ist es eben passiert. Gab es denn da nicht manchmal... Wird man nicht, wenn man so einen großen Altersunterschied hat, sehr oft dumm angeredet? Nee. Also wie? Mir ist es nicht passiert. Wie sieht es denn bei euch aus, Mona und Markus? Wie sieht es aus, wenn ich doof angeredet? Bei uns wird einfach nur doof geguckt. Mhm. Die gucken uns einfach alle doof an, ne? Vor allen Dingen die Nachbarn, die waren damals sehr, war sehr schlimm. Was haben die gesagt? Immer, ja, ist doch klar, der eine war gerade gestorben, dann lernte ich Markus kennen, der kam hier und hat mir geholfen, immer wohl. Das war sehr schwer für uns im Anfang. Ich habe ihn manchmal immer nach Hause geschickt. Gesagt, es ist besser, ich bin zu alt für dich. Aber ja, er hat immer zu mir gehalten. Und das finde ich so toll von ihm, wirklich. Alle Achtung, wirklich. Du hast aber am Anfang dich sogar ein bisschen geschämt, ja, das mit stimmt. ihm auf ja, die Straße stimmt. zu gehen. Warum? Ja, ich habe gedacht, naja, gucken dich alle an. Sehen sie mir das an, wie alt ich bin? Ich weiß es nicht. Und da denkt man in dem Moment gar nicht drüber nach. Ich hab immer gesagt, nee, lass mal lieber. Aber er war so süß, ich konnte es nicht. Kannst du dir das denn vorstellen? Ich meine, ihr seid jetzt ja ganz unterschiedliche Frauen, Mona und Ilona. Sie sagt, also ältere Männer haben viel mehr Erfahrung. Könntest du mit einem Typen wie Markus etwas anfangen, Ilona? Das kommt drauf an. Er ist 23 Jahre. Ja, ich sag dir, es kommt drauf an, auf die Einstellung, ne? Wie ist er denn? Markus geht selten raus, wir sind meistens zu Hause. Er liebt ihn gemütlich zu Hause und dann... Habe ich auch gedacht, mein Gott, der geht nirgendwo in die Disco oder so wohl. Und ich habe immer gedacht, du musst da mal rausgehen, alleine mit Freunden. Hat er nicht gemacht, ohne dich gehe ich nicht. Der ist nie ohne mich weggegangen. Hast du nicht das Gefühl, du musst dich ab und zu noch mal ein bisschen austoben? Nein. Und wenn er das müsste, würdest du dann mitziehen, Mona?
Ach, was heißt mitziehen? Wenn er meint, komm, wir gehen mal eine Stunde raus in eine Gaststätte, oder warum soll ich dich mitziehen? Ich bin, ja, warum nicht? Aber ich kann da auch mal eine Stunde alleine gehen. So viel Vertrauen muss man doch zu ihm haben, denke ich mir mal. Er kann überall eine andere kennenlernen. Er hätte das ja in den 9 Monaten machen können. Er hat es ja nicht gemacht. Klar, nee, es geht ja auch nicht nur um eine andere, sondern auch, dass er vielleicht mit dir mal so richtig ordentlich in eine Disse gehen will. Haben wir schon gemacht, wohl. Ja. Man kann auch mit 50 und 60 noch auf die Pauke hauen. Und nicht mit 16 und 18. Ja? Ja. Oder nicht? Ilona, wie war denn das damals bei dir? Wie sind denn deine Eltern mit eurer Hochzeit oder wie sind die damit umgegangen, dass ihr euch kennengelernt habt und dass du jetzt mit einem älteren Mann zusammen bist? Ganz locker. Ja? Ja. Was haben sie gesagt? Ja, mach was du willst, Hauptsache du bist glücklich. Waren sie auch bei deiner Hochzeit dabei? Ja. Hättest du dir das vorstellen können, so wie die beiden, dass die Eltern nicht dabei sind? Das ist ja schon ein bisschen schade. Wenn ich gemerkt hätte, dass die dagegen sind, hätte ich es vielleicht auch gemacht. Du wolltest eben noch was fragen. Ja, ich habe so das Gefühl, dass ich, Markus, heißt du ja, ne? Ja. Dass du dich irgendwie verkriechen tust zu Hause bei deiner Frau. Ich brauche mich nicht verkriechen, das habe ich gar nicht nötig. Aber das hört sich, das kommt bei mir, kommt das so an. Das ist dein Problem. Weil du mehr zu Hause bist, anstatt mit deiner Frau so unterwegs zu sein. Das mache ich sehr oft. Nicht hier in den Diskotheken oder Kneipen oder sowas. Nee. Dazu gehört Spaziergehen. Machen wir auch, ja. Wir gehen auch sehr viel zu Borussia Dortmund. Es geht nicht darum. So. Er geht also, ja mit mir auch. Moment. Was? Ihr verschanzt euch nicht in eurer Wohnung. Nein, es geht nicht darum. Er geht ja mit mir aus, aber der geht mal nicht alleine raus, wo ich schon mal sage, mein Gott, du musst doch mal mit Freunden ausgehen. Das macht er nicht, der geht nicht ohne mich weg. Und das finde ich toll vom jungen Mann von 23 Jahren. Wer macht das heutzutage? Die gehen alle in Disco und machen Tralafitti, der Markus macht's nicht. Und wie ist das, wenn man einen älteren Mann hat? Hat man da auch die gleichen Hobbys? Naja, eigentlich so. Nö, wir sind eigentlich immer nur zusammen. Ah, das ist euer Hobby? Ja. Wie stellst du dir denn die Zukunft vor mit ihm? Ja, wir leben heute, ne? Oder wir leben jetzt. Und was in 10 oder 20 Jahren ist, ist mir egal. Wir haben unsere Kinder und... Machen wir direkt weiter mit einer Frage. Ja, an die Mona. Hast du Kinder? Nein. Gar nicht? Nein. Und wie ist der Kinderwunsch bei ihm jetzt, weil er doch ziemlich jung ist? Ja, ich denke mal, also dass also in meinem Alter noch, ich denke mal, wir haben darüber gesprochen und Markus akzeptiert das. Das finde ich gut so. Ihr möchtet keine Kinder? Nein, jetzt nicht mehr, in meinem Alter nicht mehr. Mm-mm. Markus, hättest du denn gerne Kinder? Nein. Wie ist es mit dir, Ulrike? Findest du es schade, dass Markus dir keine Enkelkinder? Auch irgendwie schon, aber ich muss es akzeptieren, ne? Ich kann jetzt nicht hinter ihm stehen mit der Peitsche und sie mal zu jetzt. Oder so, ne? Das kann ich nicht machen. Ilona, noch mal zurück zu dir. Wie reagierst du denn da drauf? Viele sagen doch bestimmt, oh Mensch, guck dir die an, die hat einen alten Knacker. Bestimmt nur wegen der Kohle. Mein Mann hat kein Geld. Aber wie könntest du da reagieren? Ja, finde ich bescheuert. Weil er hatte nie Geld, er wird auch nie viel Geld haben. Denke ich zumindest. Und... Ich denke mal, es kommt nicht auf Geld drauf an. Findest du ältere Männer auch sexuell interessanter? Ja. Warum? Ja, die gehen, denke ich mal, ich spreche jetzt nur von mir, die gehen mehr auf einen ein. Mona? Nee, das würde ich nicht beurteilen. Im Gegenteil, nein, das glaube ich nicht. Wir haben ein Foto von eurer Hochzeit, von Günther und dir. Das schauen wir uns mal an. Ja, Ilona, über deinen Mann haben wir jetzt schon so einiges gehört. Und die Überraschung werden wir auch gleich erfahren. Aber erst einmal Günther, herzlich willkommen. Günther, vor dir musste man sich ja damals ganz schön in Acht nehmen. Weiß ich nicht. Es wurde bei dir über dich in der Firma ja schon ganz schön gemunkelt. Ja, hinterm Rücken, ja. Wie war denn das damals, als du sie zum ersten Mal gesehen hast? Ich habe gedacht, Mensch, die Kleine könnte was werden. Und wie bist du dann an die ganze Angelegenheit rangegangen? War ein paar Schaben zu geschenkt und so, wenn man auf den Hof gekommen ist. Und nur eines Mittags bin ich hinterher gefahren, wo sie Feierabend hatte. Und da hat sie sich auch ein bisschen ähnlich, ich sag, ja, im Wald. Was wirst du eigentlich? Ich sag, knuddeln.
Im Wald ist kühl. Knuddeln. Ach, knuddeln. Und da ist sie direkt drauf eingegangen? Da noch nicht. Erst später. Und hast du direkt an etwas Ernstes gedacht? Na, das soll ein Abenteuer werden, ne? Und? Und hält jetzt schon 10 Jahre. 10 Jahre seid ihr schon verheiratet. Ja. Wie findest du denn, oder wie siehst du den Unterschied zwischen älteren und jüngeren Frauen? Ich hatte auch schon ältere, aber die jüngere sind interessanter. Warum? Ja, mit denen kann man mehr anfangen und Spaß haben, finde ich. Was kann man denn mit Ilona, was man vielleicht mit Mona nicht mehr kann? Ich hatte schon ein paar Ältere, die wollten gleich beim zweiten Mal oder so, die wollten heiraten gleich. Ich war ja schon mal verheiratet. Und da bin ich erstmal nicht, lass das mal lieber. Da habe ich da die Finger von gelassen. Ne? Ging es nur um die Heirat? Ja. Was läuft denn ansonsten mit Ilona noch besser als vielleicht mit älteren Frauen? Ja, sie ist auch verständnisvoll und Eltern, da gibt es auch Streit, aber ältere Frauen, die wollen mehr und die bestehen auch da drauf. Und bei Jüngeren ist das irgendwie so. Ist man denn als Mann der Held vor den anderen auch? Mensch, meine Freundin, die ist 20 Jahre jünger als ich. Nein, so habe ich das nie gesehen. Was sagen denn deine Kumpels dazu? So, zu mir sagen sie nicht viel, ne? Die haben immer so gesagt, Mensch, der hat schon wieder eine andere damals. Und die akzeptieren das auch, dass ich mit Ilona verheiratet bin. Und dagegen haben können sie ja nichts. Ich bin ja verheiratet mit Ilona und die ja nicht. Standst du schon immer auf jüngere Frauen? Ja, kann ich sagen, ja. Sind sie sexuell auch interessanter? Das stimmt. Warum? Ja, sie sind fester so. Ja. Moment mal, ich glaube, dein Mikrofon ist ein bisschen... Mach mal nicht. Ach so, Entschuldigung. Ich habe jetzt einen Hinweis bekommen. Und zwar möchte nämlich dir Ilona etwas auf eine ganz spezielle Art und Weise sagen. Du zeigst mir, alles ist so einfach, einfach, weil du hier bist. Mit dir führt jeder Anfang an ein Ziel. Auf einmal scheint mir alles möglich, nur weil du bei mir bist. Ich weiß, wofür ich lebe, denn ich fühl, ich bin da, um dich zu lieben. Überrascht sie dich öfter so? Dann heute das erste Mal. Wünschst du dir das, dass sie das öfter tut? Ja. Wie ist denn das? Hast du denn manchmal nicht gedacht, du könntest eventuell ein Vaterersatz für sie sein? Nein, so habe ich mit drüber mal gesprochen früher. Sie hat Nein gesagt und ich kenne ihr Vater auch von früher schon. Und ich glaube ihr das auch. Wie ist das bei dir? Warum brauchst du einen älteren Mann? Naja, ich denke, er jetzt zum Beispiel, er gibt mir Sicherheit. Und wenn ich dann manchmal so ausflippe und so, dann macht er dann doch mal so, ne? Und ja, und wenn ich mal irgendwas haben möchte oder so und das geht im Moment nicht, dann hält er mich schon auf den Teppich. Also du brauchst einfach eine starke Hand. Ja. Das könnte dir ein Jüngerer nicht bieten. Was wolltest du noch mal ihm mit diesem Lied ausdrücken? Also ich möchte mich einfach bei ihm bedanken für die 11 Jahre, die wir jetzt bald verheiratet sind. Er hat immer zu mir gestanden und ich habe auch viele dumme Sachen gemacht. Aber er war immer für mich da und ich wollte ihm einfach sagen, dass ich froh bin, dass ich ihn habe. Ich finde das toll. Wir haben zwei ganz, ganz glückliche Paare hier mit einem großen Altersunterschied. Wir haben allerdings jetzt jemanden hier, Kevin. Er findet Paare mit großem Altersunterschied eigentlich überhaupt nicht gut. Er kann es gar nicht verstehen. Herzlich willkommen, Kevin. Ja,
Fall. Kevin, was hältst du denn davon, wenn eine junge Frau einen Mann hat, der ihr Vater sein könnte? Tja, ich finde das schon ziemlich beeindruckend. Also was heißt beeindruckend? Also im negativen Sinne. Warum? Weil ich kann der Sache irgendwie nichts abgewinnen, wenn ich so vergleiche. Wieso? Was denn? Zum Beispiel Interessen. Wenn ich so die Interessen sehe, was jüngere Leute an Interessen haben und was ältere Leute an Interessen haben. Oder im fortgeschrittenen Alter. Und was könnte denn dann noch nicht klappen? Oder was unterstellst du denn manchmal diesen Menschen? Tja, unterstellen. Wenn ich zum Beispiel jüngere Frauen mit älteren Männern sehe, denke ich mir meistens, die haben es auf die Kohle abgesehen, auf das Image. Vaterkomplex, habe ich eben auch schon mitverfolgt so hinter der Bühne, finde ich schon, gehört auch dazu. Aber meistens halt, denke ich, ist es halt die Kohle. Was glaubst du denn, wie sich die beiden im fortgeschrittenen Alter verstehen werden? Konflikte sind meiner Meinung nach da vorprogrammiert. Warum? Welche Konflikte? Tja, Konflikte. Zwischen jüngeren Leuten, also wenn jüngere Leute zusammen sind, ist irgendwie nicht die Frage. Als Beispiel, wir gehen am Wochenende raus, ja, nein und ach nee, heute nicht. Und da stellt sich dann nur die Frage, wo gehen wir hin? Und ich sag mal, wenn eine jüngere Frau mit einem älteren Mann zusammen ist oder jüngere Paare, ja, dann ist es dann halt so, nee, ich möchte da doch nicht hin und da ist es nichts für mich, da komme ich gar nicht rein, weil ich zu alt bin und so. Und dann fängt sie an zu schmollen und er fängt an zu schmollen, weil sie schmollt und ja, es ist ja grausam. Was könnte denn trotzdem der Grund sein, wenn sich jüngere Menschen für Ältere interessieren? Nö, vielleicht kriegen sie nichts ab in ihrer Altersklasse. Kann ein Grund sein. Ich will keine, fühlt sich keiner angesprochen. Es kann auch sein, dass man ja, als Frau zum Beispiel ja, so ein bisschen, ja, mein Freund ist älter, ich habe Chancen bei älteren Männern und ja, so ein bisschen das Image. Dass man damit kokettiert. Ilona, hast du keinen anderen abgekriegt? Ich denke schon, aber ich habe ihn geheiratet, als ich fast 19 wurde. Also wenn ich noch ein paar Jahre gewartet hätte, hätte ich garantiert einen anderen abgekriegt. Aber ich wollte gar keinen anderen, ich wollte ihn. Und Vaterkomplex, könntest du dir vorstellen, mit deiner Mutter ins Bett zu gehen? Ziemlich dreiste Frage, muss ich sagen. Also, könnte ich mir nicht vorstellen. Gut, und ich mir auch nicht mit meinem Vater. Ja, das kann sich eigentlich grundsätzlich keiner vorstellen. Mona, du hast auch mit dem Kopf geschüttelt bei seiner Auffassung. Ja, ich denke mal, wenn man sie gegenseitig ergänzt, wenn der Partner geht auf den anderen ein, dann kann man auch mehrere Dinge unternehmen. Aber was der für eine Einstellung ist, ist ja abartig, denke ich mir mal. Findest du dich selbst abartig? Nö, eigentlich nicht. Aber vielleicht ist ja der Grund deiner Meinung, die sitzt ein bisschen tiefer, denn du hast auch es auf ein Mädel abgesehen. Warum hast du denn keine Chancen bei ihr? Ja, sie ist 23 und ist mit einem 54-Jährigen zusammen. Und das ist ziemlich extrem. Er spendiert ja alles. Angefangen vom Skiurlaub, von den Klamotten, vom Sommerurlaub in Griechenland. Er ist verheiratet und sie weiß von nichts. Und, und sie steht drauf. Sie steht drauf, um schwärmt zu werden. Weil für ihn ist es mit Sicherheit ziemlich ja, geil, mit einer Jüngeren rumzulaufen. Weil, hey, guck dir mal an, hat der noch für Chancen bei jüngeren Frauen hat. Was hast du denn versucht, sie rumzukriegen, wenn du doch auf das Mädchen stehst? Hast du ihr auch versucht, etwas zu bieten? Nö, ich habe ihr nur gesagt, du musst wissen, was du machst. Da kann man nicht viel tun. Die hat eine eingefahrene eine Meinung und da steht die drauf, auf die Kohle. Ich habe nicht so viel Kohle, als dass ich da, der Typ hat 3 Teppichgeschäfte. Also, da komme ich schwer hinterher. Sie steht drauf. Du glaubst, dass der einzige Grund darin besteht, dass sie lieber ihn vorzieht als dir, dass der Typ Kohle hat? Er kann ihr was bieten. Er kann ihr was bieten, was ein bisschen fernab von dem Alltagstrott ist, sage ich mal. Könntest du dir denn vorstellen, so wie Markus, eine wesentlich ältere Frau zu heiraten, die deine Mutter sein könnte? Oder überhaupt mit einer Frau zusammen zu sein? Nee, könnte ich mir nicht vorstellen. Ich sag mal, mich würde es schon reizen, mal eine ältere Frau kennenzulernen und vielleicht mal was mit ihr zu haben. Aber wenn das die 10-Jahres-Grenze überschreitet, das... Nee. Also weil einmal ins Bett dann, und danach, um Gottes Willen. Oh, vielleicht. Weil irgendwann kommt dann auch die Erdanziehungskraft und dann lässt alles irgendwie ein bisschen nach. Und das gefällt mir nicht. Moment. Mona, bitte. Die Erdanziehungskraft, ist sie bei dir schon im fortgeschrittenen Stadium?
Bitte frag den Markus. Markus. Der kennt mich ja besser. Nee, noch nicht. Also. Was hältst du denn davon? Er ist ja, ihr seid ja ungefähr gleich alt. Wie alt bist du? Ich bin 21. Du bist 23. Was also hältst ich du kann von? Nur sagen, was er hier erzählt, das ist Quatsch, ist sowas. Wirklich, war Quatsch. Ja, das ist Quatsch. Jeder hat seine Meinung. Ja, das ist Quatsch. Was glaubst du denn, sehen ältere Frauen in diesen jungen Männern? Warum sind sie mit ihnen zusammen? Wenn ich das wüsste. Wenn ich das wüsste, ehrlich. Ich weiß es nicht, was jüngere Frauen in älteren Männern sehen. Keine Ahnung. Irgendwie. Tja. Hast du dir mal schon darüber Gedanken gemacht, dass da Liebe mit im Spiel sein könnte? Klar, das spreche ich überhaupt nicht ab. Also, ich bin ja nicht hier, um jetzt den Pärchen hier abzusprechen, dass sie nichts füreinander empfinden. Das ist Blödsinn. Also, ich bin auch tolerant, ich akzeptiere das. Für mich persönlich käme es nicht in Frage. Also, das ist eine Sache, die müssen Sie verstehen. Ich verstehe Sie genauso. Wenn Sie sagen, für Sie ist das okay, alles klar. Aber für mich ist das halt eine Sache, für mich käme das nicht in Frage. Ist Liebe altersabhängig? Nö, das nicht. Liebe ist nicht altersabhängig, aber ich bin halt noch in dem Stadium, ich will noch ein bisschen was erleben. Ich habe zu viel Energie als, und das ist eine Sache, gut, ich weiß jetzt nicht, wie die Leute hier so sind, wie sie am Wochenende halt, was sie halt machen, ob sie auch Energie haben oder so. Aber kann man mit euch nichts mehr erleben, Mona? Das Schönste ist, ein Wochenende mal ganze Wochen in dem Bett sein und verwöhnen lassen, Frühstück ans Bett und sowas. Das ist eine Harmonie. Und nicht nur tralang gehen. Nein, das ist ja das siehst wieder. Nee, das ist ja ist schon okay. Also das ist eine Sache. Ich denke mal, du hast überhaupt keine Ahnung, wie man sich zusammen ergänzen kann. Du weißt gar nicht, wie schön das sein kann. Doch, das glaube ich schon, ja. Einen Moment. Du würdest eine 20 Jahre ältere Frau, wenn du sie kennenlernst und dich in sie verliebst, wieder wegschicken, nur weil sie 15 oder 20 Jahre älter ist als du? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich in sie verlieben würde, man kann es nicht pauschalisieren. Also da muss man vorsichtig sein. Aber hast du denn schon mal eine längere Beziehung? Ja, klar. Da gab es schon längere Beziehungen. Eine junge Frau wie Ilona steht auf ältere Männer, sondern auch mein nächster Gast. Ihn lassen junge Männer ganz kalt. Herzlich willkommen, Stefan. Stefan, auch du stehst auf ältere Männer. Hast du zurzeit eine Beziehung? Ja, also keine feste, so ein Verhältnis, eine Affäre, also nicht eine feste Beziehung, wie man es kennt, aber schon in die Richtung. Ja, und wie alt ist er? 40. Wie alt bist du? 23. Was reizt dich denn an älteren Männern? Ja, also wie soll ich das sagen? Die sind nicht so glatt, also diese typischen jungen Gesichter, so Boygroup-mäßig und so um die 20, das sind alles so glatte, langweilige Gesichter, da kann man nichts drin lesen. So Männer über 30, die fangen erst an, ab 30 interessant zu werden, die Männer, finde ich. Die haben was erlebt, da sieht man im Gesicht, dass da was stattgefunden hat im Leben. Da sehen die auch irgendwie individueller aus. Also diese Hüpfer da um die 20, die sehen alle gleich aus, die kann ich alle nicht unterscheiden. Also die haben alle dasselbe langweilige Gesicht. Also ich kann sagen, sieht gut aus, also die sehen gut aus, aber das reizt mich nicht, weil das ist zu glatt und zu langweilig. Und ältere Männer, die haben was Eigenes. Ja, aber was ist mit dir denn? Ich meine, du bist ja auch ein junger Hüpfer. Ja, also ich würde mit mir nicht ins Bett gehen. Also ich ich bin mir eindeutig zu jung. Also ich meine, für mich, ich habe schon, also ich fahre da so ein bisschen zweigleisig. Ich habe da schon so eine Doppelmoral. Ich denke immer schon, dass ich irgendwie diesem Anspruch gerecht werden muss, jung zu sein, attraktiv zu sein. Das habe ich schon im Kopf. Also da habe ich schon auch so diesen Druck, den wahrscheinlich viele Schwule haben. Aber von einem anderen Mann erwarte ich das gar nicht. Standst du denn schon immer auf ältere Männer? Ja, also meinen ersten Mann hatte ich mit 17, da war er 30. Also und das ist jetzt so mit der Zeit so gewachsen, ne? Also der Altersunterschied. Und also ich hatte bis jetzt auch nur Ältere in meinem ganzen Leben. Ich hatte noch nie einen Jüngeren. Gut, du bist aber auch noch ziemlich jung. Glaubst du, es könnte sich eventuell in Zukunft noch etwas daran ändern? Ich weiß es nicht. Also ich lebe jetzt seit 6 Jahren schwul. Ich hatte bis jetzt nur ältere Männer. Das kann natürlich sein, aber ich denke mal, das wächst mit. Wenn ich 30 bin, werde ich wahrscheinlich auf 50-Jährige stehen oder so. Ich denke mal, also ich mache mir da nicht so viel Gedanken, was kommt. Aber einfach jetzt von der Stimmung, die ich habe, was meine erotischen Empfindungen angeht, wenn ich mal so sagen kann, was mich reizt, das sind einfach ältere Männer. Es kann sein, dass sich das ändert, aber ja, aber nochmal ganz theoretisch in die Zukunft gedacht, dann hört es ja bei 50 nicht auf, sondern auch 60, 70 und dann bist du gerade mal knackige 40. Und da haben wir vorhin schon von dieser Schwerkraft gesprochen. Sind das deine erotischen Vorstellungen? Ältere Männer finde ich erotischer. Also wenn
manche meine Bekannten können auch oft nicht verstehen, was ich an diesen Elterntypen finde. Und wenn wir dann auch mal so Bekannte vorschwärmen von irgend so einem 19-Jährigen, ach, der hat so schöne, glatte Haut und so weiter, das reizt mich nicht. Ich habe das lieber, wenn es ein bisschen zäher ist, wenn Bartstoppeln da sind, wenn sich das anders anfühlt. Also diese, die Jüngeren reizen mich nicht. Ich hatte einmal was mit dem Jüngeren, das ging bis zum Zungenkuss und da war nichts. Das ist uninteressant. Würde dich Kevin reizen? Das ist er? Ja. Du kannst jüngeren Männern gar nichts abgewinnen, aber mein nächster Gast, sie heißt Kerstin. Sie kann älteren Männern nichts abgewinnen. Sie wird nämlich oft auf eine derbe Weise angemacht. Herzlich willkommen. Kerstin, du arbeitest als Kellnerin. Du hast ja schon einige Erfahrungen mit der älteren Generation gemacht. Welche denn? Ja, das ist richtig. Also bis zu 70%, sage ich jetzt mal, wenn die Älteren zu uns ins Nachtcafé kommen. Das beste Beispiel, einer legt mir 15 Uhr noch Mark auf den Tisch und sagt einen Knopf von einer Bluse auf. Und das andere mal 3000 Mark für eine Nacht und so. Also das ist ganz derb manchmal. Wie reagierst du denn dann da drauf? Nimmst du die 1500, also einen Knopf von der Bluse? Also im Hintergedanken denke ich schon, das Geld könnte ich ja eigentlich schon brauchen, aber vorne rum, erstes Mal hätte ich mich verkaufen. Dann hätte der Nächste kommen und sagen, ja, mein Kumpel war da und bla bla halt. Und das kann überhaupt nicht sein. Was denkst du denn dabei? Wie reagierst du? Wie findest du das, wenn du gerade von Älteren angegrapscht oder angegraben wirst? Also sagen wir mal so, es gibt zwei verschiedene. Die derbe Art, wie gesagt, da haut's mir der Kuckuck raus auf gut Deutsch. Weil das halt, denke ich mal, was der für Frechheit besitzt, man ist zum Beispiel an der Hintern zu grapschen oder sonst was. Die grapschen dich richtig an? Ja, also manchmal versuchen sie es echt. Also Bedienung gleich freiwillig auf die Art. Und dann Gentleman-like. Da muss ich dann davor einen Riegel schieben, weil ich zu nett bin oder sonst was, ich weiß es nicht. Gibt es denn auch nette Anmachen von älteren Menschen? Ja, gerade Gentleman-like. So. Das ist schon gut. Also hast schöne Augen, möchtest Getränk und so, aber dann geht's dann halt schon wieder weiter ins Gespräch rein und hast morgen Zeit und so. Sind die schneller als Jüngere? Ja, doch. Du wolltest auch noch etwas sagen? Ich habe noch mal eine Frage an dich, Stefan. Hast du schon mal eine Freundin gehabt? Ja, da war ich 15. Aber da ging es auch nicht über einen Zungenkuss raus. Fand ich auch nicht so toll. So ähnlich wie mit einem jüngeren Mann. Wieso fragst du ihn, ob er schon mal eine Freundin hatte? Kam ich jetzt so drauf. Einfach so? Nee, ich habe ihn nur gefragt, wie sie drauf kommt. Ich dachte, vielleicht sie wollte noch mal. Bitte? Ich glaube einfach, Liebe und Gefühle hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich war 11 Jahre verheiratet, mein Mann war gleich alt. Und die letzten Ehejahre waren eine Farce. Also wir sind nur zusammengeblieben wegen dem Kind. Ich hätte mich eher viel trennen sollen. Viel eher trennen sollen. Also mir einiges erspart geblieben. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, altersmäßig. Das heißt auch eine Ehe, genau. Eine Ehe kann also ganz genauso in die Brüche gehen, wenn man gleichaltrig ist, Kevin. Ja, klar. Da schreibst du hinter die Löffel. Ja. Kerstin, ganz noch einmal ganz kurz, was ist denn der Unterschied noch? Wie machen dich denn jüngere Männer an? Machen die es nicht auf so eine dreiste Art und Weise? Nee, sagen wir so, mit ein bisschen mehr Respekt, sage ich jetzt mal. Die sagen, ja, junge, hübsche Dame, kannst du bitte ein paar Karte Cola bringen oder sonst was, wo ich dann echt schon lachen muss, wo ich sage, ach, goldig oder so. Aber wenn ich es jetzt so differenziere, also die älteren Männer sind schon manchmal richtig derb drauf. Wie ist das? Glaubst du, dass manche ältere Männer wirklich mit ihrem Geld, also, dass sie denken, dass sie mit dem Geld die Frauen kaufen können? In den meisten Fällen können sie es, ja. Ist es auch so? Also, ich sehe es live. Was hältst du denn davon, dass eben eine junge Frau einen 20 Jahre älteren Mann hat? Sag mal so, sollen sie glücklich werden, aber ich denke mal, dass irgendwann der große Knall kommt. Warum? Weil sie halt nur ziemlich jung ist und möchte nur was erleben. Es kann 10, 20 Jahre gut sein, aber dann irgendwann, denke ich mal, kommt der große Knall. Ich wünsche es euch allen jedenfalls nicht, dass der große Knall kommt. Ganz im Gegenteil, ihr seht aus wie sehr, sehr, sehr glückliche Paare. Und wir alle wünschen uns natürlich von Herzen, dass das auch immer so bleibt. Vielen Dank, dass ihr alle hier wart. Danke fürs Zuschauen.